Fläche. Hier dürfen die Vierbeiner auch ohne Leine herumtollen. So zum Beispiel auch Tessie, eine 9 Monate alte Labrador-Dame und ihr Frauchen. Rund 2 Kilometer lang ist die Wiese links der Alb und auch für den Badespaß ist hier gesorgt. Aber so idyllisch das auch aussehen mag, für die Hundehalter treten hier ab und zu auch Probleme auf. Die Leute mit dem Fahrrad, die gucken nicht, die rasen da durch. Ne? Man hat eigentlich mit dem Hund immer Schwierigkeiten. Andere Hundebesitzer, die erzählen also die schon Sachen, der eine Hund ist mal überfahren worden von einem Radfahrer, so ein Kurierdienst, und ist einfach weitergefahren. Der hat sich gar nicht drum gekümmert, der Hund war schwer verletzt. Am teuersten wird es für den Hundehalter dann, wenn sein Tier auf einem Kinderspielplatz sein Geschäft verrichtet. Hier kostet das Häufchen sogar 1000 Euro, da der komplette Sand wegen Krankheitserregern ausgewechselt werden muss. Dennoch, die Stadt legt großen Wert darauf, Kompromisse zwischen Hundehaltern und anderen Spaziergängern zu finden. Also uns ist einfach ganz wichtig.